Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich möchte ganz kurz noch eins für mein Verständnis klären sozusagen. Also ich habe jetzt viel verstanden, Kriegsaschen draufgesetzt auf die Waffen, irgendwie Buffs mit den Affinitäten, wie das funktioniert, dass die Buffs nur funktionieren, wenn meine Waffe eine normale Affinität sozusagen hat, glaube ich, dass das so ist. Ja, das hier war für mich noch so ein Thema hier irgendwie, dass ich die Aufladung, das müsste das eigentlich sein, die Aufladung von meinen Geistern oder sowas wieder resetten kann. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich darf ja die Geister, glaube ich, einmal rufen. Jetzt hier zum Beispiel, achso, ich habe sie nicht mehr hier. Genau, hier habe ich sie jetzt. Rufen wir mal Latenna, die einfach nur hier rumchillt, glaube ich. Die wird jetzt nichts machen, großartig. So. Und da hauen wir die hier gerade mal kurz platt. Uns ein bisschen Zeug mit. Was soll's. Und lassen uns von Standardgegnern hier wegmetzeln. Sehr schön. Rums hat's gemacht. Sehr geil. Jo. Holen uns gerade den Krempel mit. Und jetzt gehe ich mal hoch. Normalerweise dürfte ich sie jetzt nicht mehr rufen können. Dürfen, wie auch immer. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal hingehe und das wieder klicke und meine FP stimmen, dann darf ich sie wieder rufen, oder was? Ah. Oder, Moment mal. Ist das jetzt... Achso, das ist gar nicht... Oder ist auch keine Ahnung. Ich check's gerade nochmal nicht. Vielleicht war es auch hier falsch. Ich wollte eigentlich jetzt gerade das mit den Geisteraufladungen testen. Aber vielleicht darf ich das nur einmal oder das hier ist so eine Marika-Statue. Das hat gar nichts mit den Geistern zu tun. Auch das ist möglich. Bitter. Da muss ich es an anderer Stelle wieder testen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es so ist. So, gut, alles klar. Was hätten wir noch? Wir hätten, ja, verschiedene Dinge. Wir hätten einmal noch diesen Ritter, den wir nicht geschafft haben. Der war... War der hier? Werden die Dinger noch angezeigt, wenn man sie... Jo, werden sie. Bluthund haben wir gemacht. Müsste eigentlich hier gewesen sein, dieser blöde Ritter, den wir nicht geschafft haben. Ansonsten war noch was, was ihr mir in die Kommentare... Klar, es geht hier noch weiter und so weiter, ist schon klar. Nur, ich möchte noch ganz kurz was gucken. Wo war das? Katakomben der schwarzen Klinge? Nee, hier müsste es irgendwo gewesen sein. Genau, Gefäßburg. Da wurde mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass man sehr wohl mit einem Gefäß labern könnte, das irgendwie vor einer Hütte rumsitzt. Vielen Dank da auch wieder an Daniel, glaube ich, der mir das geschrieben hat. Und da gucken wir doch mal, ob das so ist. Und ich möchte ganz kurz noch was anderes gucken, ob es jetzt wirklich so ist, dass man hier wieder looten kann wie der wilde Bill. Jo, das scheint so zu sein. Und der sitzt vor einer Hütte. Reden. Eindeutig. Eindeutig reden. Hallo, Cos. Hallo Freund, was macht ihr denn hier? Ich hatte gedacht, außer uns Gefäßen weiß niemand von diesem Ort. Oh, seid ihr der neue Herrscher? Noch nicht. Ich werde über euch herrschen. Ich herrsche nicht über euch. Doch. Himmel, wirklich, das ist ja wunderbar. Aber als Herrscher hat man es nicht leicht. Ich weiß, zeigt mir eure Hände. Nur ein kleiner Test, Freund, um zu sehen, ob ihr das Zeug für diese Aufgabe habt. Ich trage so einen krassen Hammer, das geht schon klar. Eure Haut ist nicht gerade glatt. Als Herrscher braucht man glatte, rutschige Hände. Es tut mir leid, Freund, aber ich glaube nicht, dass ihr das Zeug dafür habt. Was für ein Jammer. Komm mich bei Gelegenheit wieder besuchen. Schaut nicht so wir können trotzdem noch plaudern, Herrscher, hin oder her. Mhm. Wann sind denn meine Hände glatt? Das ist die andere Frage. Es gibt wohl Seife in dem Spiel irgendwie auch, habe ich gelesen. Hat es damit was zu tun? Keine Ahnung. Ja, also ihr könnt hier auf jeden Fall gut looten. Die Pflanzen hier haben ja, Respawn und ihr seht das. Oh, das ist schon krass. Also wenn man den Ort hier kennt, einfach hier hinbrettern, ein bisschen rumlooten. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da unten ging es auch so weiter mit ewig viel Loot und so. Was ich noch feiern würde, jetzt rein von den Waffen her und dem ganzen Kram, wäre es schon so, also mit dem Buff-Food und so. Wenn es irgendwie einen Talisman gäbe, der den Buff-Food verlängert oder vielleicht dauerhaft sogar macht, also solange der Talisman getragen wird oder sowas, das wäre mega, wenn es sowas gäbe. Weil sonst läuft der Buff-Food ja doch schon schnell aus in den Kämpfen und so. Aber ja, wäre vielleicht auch zu leicht. Da sitzt auch noch jemand rum. Hm.
Unerwartetes Freund, aber es werden Freunde. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall danke für den Tipp. Jetzt wissen wir, dass ich glatte Hände brauche. Ich weiß nicht, ob es hier noch Gespräche gibt oder sowas. Achtung, Sicherheit. Oder kann man die angreifen und dann verändert das was? Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall irgendwann uns mal noch anschauen. Nachricht wurde bewertet. Sehr schön. Ja, den LP-Regenerationsring haben wir ja noch am Start und so weiter. Hier gab es ja, ich bin ja hierher gereist. Das Leuchtfeuer da. Wenn ich mich da hinsetze, also der Ort der Gnade. Wenn ich mich hier hinsetze, wird dann auch die Umgebung resettet mit den Pflanzen und so? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Möchte ich mal gerade. Ich glaube, das haben wir schon mal getestet, oder? Wahrscheinlich. Vielleicht weiter hinten, dass man weiter weg sein muss. Hier war auf jeden Fall mal wieder Material. Hier ist auch wieder Material. Oh, tatsächlich. Krass. Das ist schon krass. Das könnte helfen, je nachdem. Ja, goldene Sonnenblume. Da müssen wir mal gucken, was man damit richtig krasses herstellen könnte. Vielleicht ja diese Runenausbeute oder sowas. Das wäre schon mal geil. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Ich schaue mir das mal ganz kurz gleich noch an. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Rovafrucht, goldene Sonnenblume-Dings und so weiter. Wie gesagt, vielleicht hilft's. Vielleicht ist es auch quatschig, keine Ahnung. Gib mir meine Runen. Sehr schön. Ja, da haben wir in den letzten Folgen wirklich viel Schwachsinn gemacht. Muss ich überhaupt ins Feuer? Ne, ich glaube, ich muss einfach nur immer weit genug wegreiten oder sowas. Und dann kommt der Kram wieder zurück, oder was? Ich reite jetzt mal in diese Richtung, drehe mich wieder und bretter wieder zurück. Und eventuell sind dann Blümchen wieder am Start. So war es gerade mal, oder? Da sind auf jeden Fall... Ja, die spawnen so aus dem Nichts dann wieder. Krass. Grabpfeilchen. War die nicht auch wichtig oder so? Keine Ahnung. Machen wir eine Blümchenfolge. Kennt ihr die Sängerin noch? Ja, da war ich noch jung. Da war ich noch ein junger Kerl. So. Ist das der größte Blödsinn, den man machen kann? In Elden Ring hin und her reiten wegen irgendwelchen Blumen? Maybe, ne? Eine andere Frage. Ich habe gesehen, dass man irgendwie, dass dieser Kavallerist, dass der öfter auftaucht. Ich weiß nicht, ob an gleichen Orten oder immer wieder, also immer wieder bei Nacht oder sowas, ob man da auch den irgendwie farmen könnte oder sowas. Jetzt kommen die Blümchen nicht mehr. Vielleicht müsste ich mich jetzt einmal hinsetzen. Vielleicht darf man das nicht oft genug oder ja, nicht zu oft machen. Keine Ahnung. Gucken wir mal gerade, was für mich wichtige Ausrüstungs- oder Objektherstellung, was wichtige Sachen sind. Rovafrucht kriegen wir. Ja, Adernblatt halt. Also, hier. Ah, die Federtierfüße, nee, das ist Quatsch. Kriegen wir also nicht. Was ist das hier? Runenausbeute. Rovafrucht haben wir super viel. Jo, könnte ich aber trotzdem auch mal bauen. Warum nicht, oder? So. Achso, ich kann nur 10 Stück mit mir führen, ansonsten geht's ins Lager. Hier, was haben wir hier Schönes? Jetzt habe ich das irgendwie umgeschaltet. Nein! Nein! Ansicht wechseln. Ich möchte gucken, was es kostet. Was hatten wir da? Die Sonnenblume-Dingens da. Vielleicht habe ich auch noch gar nichts Gutes dafür. Ich weiß es jetzt nicht. Weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Also, verringert kurz den Fallschaden und Geräusche. Auch sowas kann mal wichtig sein. Habe ich im Inventar, habe ich da schon was? Das Licht weist den Weg, jedoch ohne Ordnung. Ohne Ordnung. Es ist schon klar, also ähnlich der Gnade selbst weist euch dieser Fetisch mit Strahlen den Weg, jedoch ohne jegliche Ordnung. Die goldene Ordnung, oder so irgendwie hieß das doch. Trotzdem hilfreich für alle, die vom rechten Weg abgekommen sind. Also damit kann man sich nochmal die Quests und so anzeigen lassen, wo man hin muss und so. Soweit so klar. Ah, hier haben wir das Ding. Ah, für sowas zum Beispiel. Ja, okay. Sind wir trotzdem ein bisschen schlauer geworden. Mich interessiert es nur mal, wenn ich mich jetzt wirklich nochmal ins Feuer setze, ob der ganze Ort dann sozusagen wieder resettet wird. Ich glaube schon, was den Loot angeht. Und dann kann man sich halt hier ein paar Blümchen sammeln, wenn man dann möchte. Der Blümchenort. Und da hinten ist... Ne, muss ich natürlich mitholen. Meine Runen.
So, wir müssen gucken, dass wir weiterhin Ausdauer sammeln oder auf Ausdauer nochmal setzen, was das Leveln angeht. Wenn ich denn mal so weit bin, ich glaube mittlerweile brauchen wir 40.000, ja, also das funktioniert. Was haben wir hier? Giftblüte. Ja, und Giftblüte wird wahrscheinlich auch für die Giftresistenz-Sachen und so wichtig sein oder irgendwelche Angriffsbuffs und so. Ist ein netter Ort, um ein paar Blümchen zu sammeln. Wer da drauf steht und Bock hat, kann das machen. Blümchen sammeln. So, wunderbar. Was wollte ich noch machen? Irgendwas war noch... Ich hab's vergessen. Außer halt im Sumpf weiterzumachen, war noch irgendwas. Ich muss mal gerade gucken. So, Gefäßburg Topf ansprechen, habe ich geschrieben. Beutel haben wir gemacht. Kriegsaschen haben wir in letzter Zeit gemacht. Ich glaube, wir haben alles gemacht, was ich mir soweit aufgeschrieben habe. Weltklasse, Wahnsinn. Sollen wir mal gerade gucken, ob der Dunkelkavallerist wirklich immer bei Nacht wieder erscheint. Immer wieder an der gleichen Stelle. Ist das so? So, mal gucken. Da hauen wir gerade wieder Blatt. So, und zwar, da hätte ich mich gar nicht hinsetzen müssen. Weil da kann man den vielleicht ja auch farmen. Das war hier, ne? Ja. Da könnte man den ja auch farmen. Vielleicht lässt der auch seine Rüstung und so fallen. Und da auch noch was. Wir haben ja in den letzten Parts gelernt mit der Resistenz und so und den Kram. Da sind vielleicht dann die magischen Rüstungen, also Stoffrüstungen, so gar nicht so schlecht, wenn man wirklich Feuerresistenz statt Verteidigung und so ein Kram hat. Das könnte schon hilfreich sein. Ja, und manche Bosse generell erscheinen nur bei Nacht und ich, bis jetzt im Let's Play bin ich relativ selten bei Nacht da rumgebrettert. Das kommt auch noch dazu. Also wir müssen das Spiel irgendwann nochmal komplett bei Nacht durchlaufen. So. Es war ja klar, dass manche Bosse oder Gegner nur zu gewissen Zeiten und so da sind. Das ist jetzt nichts so krass Neues. So, Kavallerist, bist du wieder am Start. Das ist das doofe Fernrohr. Hammer ist am Start. Kavallerist sollte da vorne irgendwann angebrettert kommen. Jetzt wird gehämmert. Sehr schön. Das sieht doch alles schon mal sehr nice aus. Was wir da an Damage machen. Ah, ich bin immer noch fett, ne? Also Fat Roll technisch unterwegs. Aber ich habe den hier an der Stelle schon zweimal gemacht. Also kann auch sein, dass es nur eine gewisse Anzahl gibt, wo er dann kommen darf oder kommt oder wie auch immer. Also mehrere Möglichkeiten. Ich schreite jetzt einfach mal den Weg ab und guck mal, ob er nochmal am Start ist. Und ansonsten machen wir dann im nächsten Part an sinnvoller Stelle weiter. Was? Überlebt der? Das darf doch nicht wahr sein. So, ist natürlich alles ein bisschen quatschig. Warum habe ich den Kram jetzt nicht eingesammelt? Ich drücke Y wie blöd. So, LP-Regeneration hilft hier natürlich auch. Stimmt, das wollte ich mir noch angucken mit der Rüstung. Aber ich denke, das teste ich mal wieder off-Kamera. Diese Todesritter-Rüstungs-Dingens da. Ob die jetzt mit dem LP-Regenerationsring hier gut harmoniert. Dass wir dann aus zwei Quellen Regeneration bekommen, wenn ich eine entsprechende Schadensanzahl erhalten habe. Könnte sein, dass das sinnvoll ist. Könnte auch doof sein. Wie auch immer, werden wir sehen. Und ja, an denen reite ich jetzt mal vorbei. Aber es scheint kein Kavallerist mehr hier zu sein, oder? Kann natürlich auch noch da hinten irgendwo kommen. Bist du ein Kavallerist? Dafür bist du viel zu schnell, mein Freund. So, das Leuchtfeuer hier kennen wir ja schon, ne? Ist ja so. Ja. Ich könnte mich natürlich auch wieder diesem Ritter darstellen und von dem aufs Maul bekommen. Das könnte ich natürlich auch im nächsten Part machen. Dieser... Ah, jetzt hab's schon wieder vergessen. Wie heißt er denn wieder? Kommt der überhaupt noch hier, der Dunkelkavallerist? Kann auch sein, dass ich den jetzt irgendwie verpasst habe. Schmelztiegelritter. Na, den müssen wir noch machen. Ich weiß nicht... Habe ich mich hier überall schon ordentlich umgesehen? Ich glaube, da war auch noch Kram, den wir noch nicht gesehen haben. Auch wenn das vollkommenes Startgebiet ist, aber das mache ich dann irgendwann mal. Werde ich das nochmal rausarbeiten. Ich glaube, hier sind noch irgendwelche Türme oder so irgendwas hier irgendwo. Das könnte noch sein. Jo, haben wir mal den Dunkelkavallerist gesucht, der nicht mehr da ist. Traumhaft. Und werden gleich abgeballert. So ist es. Traumhaft. Sehr schön. So, und Loot bekomme ich hier auch nichts mehr. Oder kurz, oder irgendwas Sinnvolles in irgendeiner Form. Bolzen, traumhaft. Nee, das bringt's alles nicht mehr. Sollen wir einen Versuch machen mit dem Schmelztiegelritter da? Jo, das machen wir mal. Komm, als Abschluss der Folge.
So, weil den habe ich ja damals nicht geschafft und jetzt gucken wir mal, ob ich es jetzt hinbekomme. Das müsste der sein, der war glaube ich hier drin. Relativ safe. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, der war dort drin. Machen wir es mit dem Hammer. Barfoot haben wir. Wir haben das Kriegsgebrüll. Wir hätten die Hakenklinge als Alternative mit Frost und so weiter drauf. Ich könnte auch voll tanky spielen. Auch das wäre möglich. Wir haben LP-Regeneration statt Ausdauer-Regeneration jetzt drin. Keine Ahnung, ob das so geil ist. Wir haben viel mehr Resistenzen drin. Das dürfte schon mal helfen. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir eine Chance. Wenn es überhaupt der Typ war. Wenn das überhaupt an der Stelle war. So, wir können natürlich mit dem Hammer hier runterhalten und dann uns ein bisschen Kleinkram-Loot noch mitnehmen. Hier dünne Bestienknochen und so ein Kram. So, sehr schön. Nachher gehe ich mit meiner Tochter schwimmen. Ich freue mich tierisch drauf. Also am Aufnahmetag natürlich jetzt hier. So, und ich muss wirklich sagen, die letzten Folgen haben mir unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Es ist relativ träge vorangegangen, logischerweise. Wir sind jetzt 4, 5 Folgen gar nicht vorangekommen letzten Endes. War eigentlich viel Quatsch, so gesehen. Aber es hat Spaß gemacht. Das auf jeden Fall mit verschiedenste Sachen zu testen und so weiter. Ja, und ich hoffe, den Spaß hat es euch auch gebracht. Ist hier irgendwo diese Marika-Statue in der Nähe? Da könnte man das auch wieder gerade sehen. Aber vielleicht werde ich gleich eher in der wiedergeboren. Ob das die war, die ich da am Anfang des Parts meinte mit von wegen... Ist das das da vorne? Dürfte es sein, oder? Oder ist das eine Mauer? Als ich dachte, das wäre... Nee, das ist die Marika-Statue. Okay, dann verstehe ich es nicht mit diesem Geisterwiederherstellungsding, aber vielleicht geht das nur einmal oder nach einer gewissen Zeit nur oder wie auch immer, dass ich meine Geister widerrufen darf. So, was haben wir hier alles Wunderschönes drin? Viel Kram. Jo, versuchen wir es einfach mal. Habe ich alle Waffen sinnvoll dabei? Ja, ich kann aber nicht alles sinnvoll führen, deswegen werden wir jetzt hier einmal den Runenbogen mal nutzen. Da haben wir ja einiges durch unser PvP-Gedöns, den ich so gespielt habe. Das macht natürlich mega Laune. Stimmt, PvP-mäßig bin ich da jetzt schlecht unterwegs. Jo, machen wir mal. Vielleicht kann ich ihn stunnen irgendwie. Ich gehe jetzt mal auch relativ offensiv rein. Mal gucken, was abgeht. Besseres Fleisch. Magie verziehe ich mir trotzdem mal rein. Hau gleich das Kriegsgebürrel raus. Und jetzt hauen wir den Freund hier weg. Oder? Machen wir das? Stimmt. So, hier. Stun Damage. Oh, der Damage stimmt auf jeden Fall mal. Ah, ja, gut, okay. Er schlägt ein paar Mal zu. Aber dann geht's hier ab. Jawohl. Ah, jetzt ist er eigentlich nicht mehr so krasses Problem, würde ich doch fast behaupten. Ja, es gibt ja noch die Taktik, die wir anwenden könnten. Rums. Ja, ein bisschen Magie geht sogar durch. So, wir könnten ihn tanken, rein theoretisch. Oh. Oder auch nicht. Ja, er haut immer noch ordentlich zu. Ja, mal gucken. So, oder mit der Hakenklinge versuchen, Statuseffekte auf ihn drauf zu donnern. Mal gucken, ob das klappt. Hey, mach doch! Warum macht ihr das nicht? Haben wir hier noch geile Raureifstampfer halt mal drauf? Irgendwelche Skills? Macht ihr das Frost? Nö, interessiert ihn. Doch, interessiert ihn schon ein bisschen. Ah ja, man sollte schon aufpassen und ordentlich spielen. Aber ich kann ihn, glaube ich, gar nicht backsteppen oder sowas, oder? Ja, ausweichen sollte man gegen ihn definitiv. Oh je, oh je, oh je. Ne, er ist immer noch eine harte Nuss. Oh, wie dumm. Ich dachte, die Heilung geht durch. Ey, aber den schaffen wir, oder? Den mache ich jetzt platt. Das da war Quatsch. Also wir können... Ja, Marikas Fall. Okay, gehen wir hin. Den machen wir jetzt platt. Das sollte so langsam schon mal drin sein. Man muss gegen ihn eigentlich ausweichen. Ob ich die Statuseffekte drauf bekomme auf ihn, wann das Sinn macht, keine Ahnung. Gibt jetzt verschiedene Theorien. Ich könnte jetzt ganz gemütlich, also die Tests wirklich mal im Spiel, also jetzt, ja, wie soll ich sagen, im Kampf selbst machen. Oder halt einmal offensiv kurz testen, ob es funktioniert. Dann verliere ich, ja, mal gucken.
Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so sinnvoll war, was ich da gerade vor mir gegeben habe. Ich versuche jetzt einfach mal, ob der anfällig ist gegen die Effekte. Gehen wir einfach mal voll drauf jetzt am Anfang. Viel Leben hat er ja eigentlich nicht. Oh, er macht so einen Doppelschlag. Okay, man musste ja damals eigentlich nur warten auf seinen doofen Stampfer da, ne? Dann könnte ich auch den Sprung-Attack machen. Ja, ob ich den... Mach mal den Stampfer da. Komm, Stampfi. Stampf. Das war auf jeden Fall eine... Genau, das Ding da. Und dann hat er, glaube ich... Ne, wie habe ich denn das damals gespielt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. Genau hier. Da ist er, glaube ich, anfällig. Glaube ich, oder? Ich heile mich besser mal. Ja, es scheint so, wenn er die Waffe doppelhändig führt. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwann war es so, dass er anfällig war. Ja, ich spiele echt gut. Wann warst denn du anfällig, Mann? Hier, da habe ich doch Damage damals gemacht, wenn er gestampft hat. Oder? Ja, hier die Phase wahrscheinlich, wenn er dann die Waffe wechselt. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Traumhaft, wie ich spiele. Traumhaft, der ist schon nervig. Naja, ich glaube, ich bleibe hier drauf. Und brüllen ein bisschen rum und so. Ja, oder ein stärkeres Schild. Dann, oder den Konter natürlich auch, ne? Ja, genau, den hier. Und dann kann man so reinbrettern. Der Konter im richtigen Moment hilft hier natürlich auch so ein bisschen. Ja, machen wir den hier. Ich hasse ihn! Schade. Hätte ja funktionieren können. Oh, nervt der. Ja, ist ein bisschen nervig. Oh, wie schlecht. Ja, Statuseffekte kriege ich halt, glaube ich, nicht auf den drauf. Dafür hat er zu eine krasse Angriffsfrequenz. Wie gesagt, Buffhut und so hilft natürlich. Mal gucken. Zweite Phase sollten wir schon erreichen. Das sollte schon drin sein. Spätestens, wenn er hier seinen Stampfi macht. Ich muss mal gucken, wann ich wirklich ein Angriffsfenster habe. Hier vielleicht dann auch ausweichen, schlagen. Ja, er schlägt halt selbst immer dann wieder zu. Genau, hier. Oh, Doppelschlag. Ich bin so schlecht, ey. Das muss ich schon zugeben. Ja, aber mit einer besseren Waffe auch. Besserem Schild. Natürlich auch. Ich komm nicht mehr weg, Mann. Ich hab geblockt. Okay. Nee, er nervt mich immer noch. Er ist einfach mein Konterpart. Er ist der krassere Tank. Und der haut mir so viel Ausdauer weg. Der nervt mich, Mann. Nee, ich probier's noch einmal. Noch einmal probieren wir's. Das nervt mich. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich den nicht schaffe. Der ist eigentlich nicht schwer. Gut, Magie wahrscheinlich könnte auch helfen. Weggehen, Magie ballern die ganze Zeit. Na, ich krieg den Effekt am Anfang nicht auf ihn drauf. Ich kann natürlich einen schönen Start machen. Ja gut, Runenbogen mal wieder ausgeben für so einen Quatsch. Logisch, macht man. Ist traumhaft. Super, nee, super Idee, Monty. Gleich mache ich mir mal einen Kaffee, dann werde ich wach. So, jetzt halte ich einfach nur die Schnauze und versuche das hier. So, besseres Fleisch. Feuerfett ziehen wir uns mal rein, machen wir es mal so rum. Und brüllen noch ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt gucken wir mal, was da geht. Oder ich hole einfach ein krasses Schild raus und versuche auch Tanky zu spielen. Gar nicht erst auf Ausweichen und so. Könnte man natürlich auch machen. Ja, der hat eigentlich nicht viel Leben, ne? Wenn man es mal so nimmt. Ja, und hat verzögerten, blöden Schildstoßangriff. Und diesen doofen... Ah, Mann! Da ist er ein bisschen anfällig in der Zeit, genau.
Ein bisschen. Aber ich komme nicht schnell genug weg. Da kann ich machen, was ich will. Warum fällst du nicht mal hin, Mann? Doppelter Schlag? Genau, diesmal nicht, mein Freund. Und jetzt ist er sauer. Und macht seine blöden Dinger da. So. Jetzt ist er schneller oder sowas. Aber er macht noch mehr so blöde Angriffe. So, irgendwie war das. Komm, mach nochmal so was Schönes. Ich komme nicht weg. Traumhaft. Stampfi, aber der war diesmal strammer oder sowas. Nee, doch nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich hätte mich buffen können. Autsch. Nein. Nummer sicher. Ja, wie gesagt, mit einem besseren Schild und so. Ja, das kriegen wir nicht weggekontert. Hätte ja sein können. Mit einem besseren Schild kriegt man den, denke ich mal, auch gut gemacht. Rums. Schade. Komm, schlag daneben. Sehr schön. Rums. Und Rums, nein! Nein, zu viel gewollt, der typische Elden Ring Fehler. Komm, einfach offensiv. Rums. Komm, den kriegen wir jetzt, den kriegen wir. Na, schöner Fehler von dir. Nein, von mir. Sicherheit. Geht vor, nein. Stirb. So sieht's aus, du Blödsack. Und gib mir ein geiles Schild oder deinen komischen Sprungangriff da. Aspekt des Schmelztiegels Schweif. Okay. Ist das dann auch eine Kriegsasche oder was? Oder war das ein Zauber? Kann man dann seinen Schweif da ballern? Aber sehr nice. Haben wir ein bisschen Runen bekommen für den Kampf? Ich hoffe doch. Was haben wir denn an Runen? Hallo? Anzeige? Spiel? Will nicht. 10.000, jo, okay. So, also 2.000 oder irgendwas haben wir von ihm bekommen. Guck mal ganz kurz noch ins Inventar, was wir da bekommen haben jetzt. Aspekt des Schmelztiegels. Ich gehe mal davon aus, das war... Ah ne, ist ein Zauber. Führt einen fegenden Schwanzhieb in dem Bereich vor euch aus. Glaube 27. Also ist schon ein krasser Gegner anscheinend. Was dann auch wieder für unsere Waffe im Moment spricht. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Sehr gut. Also wenn wir einen Gegner umhauen, wo wir dann so eine hohe Anforderung letzten Endes haben. War ich da oben mal drauf? Da oben. War ich da mal drauf? Kann ich da drauf? Von der anderen Seite, oder? Ja, keine Ahnung. Schauen wir uns im nächsten Part mal an und dann machen wir im Sumpf weiter und so fort. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.